So Leute, bevor das Video beginnt, ich habe ein eigenes Merch hier. Ja, unten in der Videobeschreibung, erster Link, einfach da wo Merch dran steht. Könnt ihr einfach drauf drücken und euch was zum Beispiel für Weihnachten kaufen. Weihnachten ist ja auch bald. Es gibt hier Nocturne Army, Zocken ist gut, Gewinn ist noch besser, M-O und das Food. Ja, es gibt noch 2 Tage Rabatt, 15%, also wer was sich holen will, kann es gerne tun. Und da würde ich sagen, jetzt geht's zum Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute sind wir wieder auf griefergames.net und heute stelle ich euch einfach mal meine Top 3 Farmen vor. Ja, let's go. Zu der ersten Farm geht es zu CB3, Leute. Da geht ihr einfach in den Portalraum und dann gibt ihr einfach /phbncfarm. Das ist die größte Farm von CB3 halt. Ja. Auf jeden Fall hier droppen dann die Sachen hier runter und ihr tötet sie und dann sammelt ihr die Items auf. Da ist eine XP-Farm. Das wäre jetzt im Moment was für mich, weil ich ja immer ein bisschen was farm. Pigments sind immer ganz gut für mich, sage ich mal so, für Gold, Abbau-Events und sowas. Kann ich euch immer weiterempfehlen, wenn ihr auswählt. Ja. Und hier unten könnt ihr einfach drauf zugreifen, einfach ein bisschen looten. Eigentlich voll geil, weil ich nehme dafür das Gold raus und so habt ihr einfach mal ein paar Stacks Gold in mehreren Minuten, sag ich mal. Und hier oben, hier unten sterben auch Creeper und alles andere. Also eigentlich hier unten ist eine ganz gute Farm, also ja. Da können einfach auch alle looten, würde ich euch empfehlen, gönnt euch. Ich laufe einfach wieder hoch, Leute. Hier sind noch ein paar Pferde und sowas und ein paar Pilzkühe. Könnt ihr auch natürlich farmen und Villager, Leute. Damit könnt ihr handeln, zum Beispiel. Ah, ich brauche noch ein paar Smaragde. So. Ein paar Smaragde und ja, dann gehen wir einfach mal zu der nächsten Farm. So Leute, und die nächste Farm ist in CB7 und da gehen wir jetzt erstmal drauf. Das ist die bekannteste Farm. Ihr müsst dafür /PA Hölle machen. Das ist von Dobermann, wenn ich es richtig war. Vom, ja, Dobermann X. Ja, perfekt. Dann laufen wir einfach wieder hier runter, Leute. Also ich komme vom Spawn hier hinten und dann hier runter. Ja, ich mache erstmal, Leute, ich gebe euch so einen kleinen Tipp. Macht euer Inventar mal so voll. So. Dann geht ihr dahinter zu diesem Gold-Ding. Und so bekommt ihr halt so viel Gold, Leute. Das ist ja abnormal. In wenigen Minuten. Aber bitte hier nicht AFK dran stehen, weil sonst werdet ihr gebannt. Und die Farm ist einfach echt gut. Und es ist einfach schade, wenn ihr da einfach rumsteht. Hier ist Endermans. Also, ja. In Enderperlen braucht hier, könnt ihr einfach ein bisschen was farmen, Leute. Zum Beispiel hier. So, ja. Haben sie eigentlich auch immer ganz schön gemacht, muss ich sagen. Was kann ich natürlich noch sagen? Hier hinten ist noch eine Villager-Farm. Hier. Könnt ihr auch immer traden. Zum Beispiel, was ist das hier für ein Buch? Schutz 3. Geht voll klar, Leute. Könnt ihr auch gerne euch holen. Theoretisch, wenn der ja, Villager noch da ist. Ja. Da gibt es immer mehr Bücher und kann ich euch einfach nur empfehlen. Also wenn zum Beispiel hier Verbrennung 1 ist richtig geil, muss ich sagen. Schutz 3 wieder. Kann ich euch einfach nur empfehlen. Hier zum Beispiel eine Eisenschaufel und sowas. Dann gehen wir einfach zur nächsten Farm. So Leute, bei der nächsten Farm ist CB2. Das ist auch die bekannteste auf CB2. Also wer auf CB2 aktiv spielt wie ich, weiß, dass es die größte Farm ist. Und da gehe ich eigentlich auch oft zum Farmen. PHLPM. Und dann auf Enter. Und das ist die größte Farm mit 212 Spawnern. Hier sind Regeln. Bitte euch immer durchlesen, dass ihr halt nicht AFK rumstehen dürft und sowas. Hier ist noch das ganze Team aufgelistet. Ich glaube, die, wo das wir bauen. Ja. Hier gibt es dann auch wieder Villager. Da gehe ich immer oft zum Traden hin, was einfach nicht so weit ist. Ja. Hier oben kann man auch Tintenfische farmen. Und so könnt ihr halt einfach ganz easy eigentlich wieder Geld machen, weil ihr einfach könnt einfach zum Beispiel. Ja, ihr könnt ja einfach TNT farmen. Theoretisch ganz easy. Also eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, das war's mit diesen 3 Spawnern. Ich mache jetzt auch meinen Plot noch. Das war's mit diesem Video, Leute. Lasst ein Abo, lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, haut rein und dann ciao.